Moin und herzlich willkommen zurück zum Politik-Simulator 4 Power and Revolution in unserer zweiten Staffel Burundi. Wir haben jetzt beim letzten Mal unseren Internetausbau etwas breiter aufgestellt. Und zwar mehrere Sachen gleichzeitig ausgebaut, weil wir festgestellt haben, dass es ja logischerweise immer teurer wird, wenn man je mehr Prozent der Bevölkerung man schon abgedeckt hat, weil man natürlich erst die versorgt, die am dichtesten zusammenleben. Und dann habe ich auch festgestellt, dass wir krasses Wirtschaftswachstum auf einmal haben. Das war, glaube ich, kurz sogar auf 11% oder sowas. Ist die Frage, in welcher Richtung sich das weiterentwickelt, ob das jetzt noch höher wird, ich weiß es nicht. Jetzt haben wir einen Aufstand, ich weiß gar nicht warum. Und die Frage ist, ob dieses Wirtschaftswachstum damit zusammenhängt, dass wir jetzt, ob das jetzt mit unserem Internetausbau zusammenhängt, ob das schon die ersten Früchte davon sind. Gott, was ist ein Chaos hier drin. Ich glaube, wir haben es gleich wieder im Griff. Ja, ich dachte, das dürfte wieder gewesen sein. Weg mit den Nachrichten. Das mal übersichtlicher halten. So. Die Beliebtheit ist gerade bei 92%. Das finde ich ganz gut. Das ist, glaube ich, so ein guter Bereich. Das heißt, wenn wir was dazu kriegen, dann wird es nicht gleich verschwendet, weil wir schon am Anschlag oder sowas sind. Oben. An der Obergrenze. Mal schauen. 10% Wachstum finde ich auf jeden Fall ganz angenehm. So. Dann sind wir jetzt gleich im April. Genau, dann sind wir jetzt im April. Und dann schaue ich mal wieder in den Bereich Medien rein. Das kostet 190. Das kostet 670. Das kostet 381. Das kostet 358 und das kostet auch 190. Dann fangen wir jetzt mal mit Hochleistungsglasfaser-Internet an. Je nachdem, wie viel uns reicht, so viel wie wir uns halt leisten können. Moment, es geht mehr. 3%. Ja. Achso, das wird zurückgesetzt. Wir haben ja nur eine Provinz, macht eigentlich keinen Unterschied, wie man das einstellt, ob man sagt, übers Land verteilen oder nur in Burundi. Gut, dann haben wir jetzt auch das Hochleistungsglasfaser-Internet angefangen und dann machen wir wahrscheinlich beim nächsten Mal mit der Mobiltelefonie weiter. Genau. Ja, dann kriegen wir die Mobiltelefonie auch als erstes komplett abgedeckt. Es ist halt, wird halt eine Weile dauern, bis es soweit ist, aber die ist dann halt am günstigsten. Ausbau des Internets. Gute Nachrichten, Herr Präsident. Unsere Bemühungen im Bereich der Internetinfrastruktur tragen endlich Früchte. Die durchschnittliche Internetbandbreite ist deutlich gestiegen, was den Alltag unserer Unternehmen, unserer Behörden und unserer Bürger verändert. Juhu, da kriegen wir sogar schon eine Nachricht darüber, dass es vorangeht. Ich hoffe, das merken wir auch in den Zahlen. Aber momentan war 10%. Die Nachbarn hatten halt auch gutes Wachstum. Wobei, wir sind besser dran als DR Kongo, besser an Tansania und auch besser als Ruanda. Also wir wachsen gerade etwas schneller als unsere Nachbarn. Das ermutigt doch. Geht es auch Tendenz hoch? 11%. Mal schauen, wie weit wir noch kommen. Vielleicht haben wir da jetzt wirklich was in Gang gebracht, was jetzt uns sehr viel weiterbringen wird. Mal schauen. Das stimmt mich auf jeden Fall optimistisch, wie es sich entwickelt. Also wenn wir uns schneller entwickeln als unsere Nachbarn, bin ich auf jeden Fall zufrieden. Schön wäre auch, wenn wir dann bald sogar hier BIP pro Bevölkerung mäßig da mithalten können, wie die anderen sich entwickeln. Wäre ja in dem Fall nur eine Frage der Zeit, wenn wir uns wirklich schneller entwickeln als die. Die Zahl geht auf jeden Fall hoch. Das könnte auch an der Inflation liegen. Das wäre auch immer so eine Möglichkeit. Aber gut, im direkten Vergleich sind ja die gleichen Währungen, die hier zum Vergleich genommen werden. Also wenn wir da aufholen, was ich natürlich hoffe. Also, ne, hier DR Kongo ist von unseren Nachbarn natürlich unser erstes Ziel, was wir einholen möchten. Oder kriegen wir noch eine
Statistik von allen Ländern irgendwo mit dem BIP pro Person. Das wäre natürlich super praktisch, wenn wir das irgendwo sehen könnten. Ich wüsste jetzt aber nicht, wo das... Ob man da irgendwo... Moment, ich schau mal hier. Ich glaube, hier kann man sich das nicht weiter anschauen. BIP pro Bevölkerung hier unten. Gibt es da eine... Nee. Es geht auf jeden Fall hoch, das sieht man auf jeden Fall. Okay, schön. Aber jetzt eine Übersicht. Es gibt auf jeden Fall keine Rangliste, wo wir jetzt sagen können, okay, es geht auf jeden Fall... Das ist unser nächster Gegner quasi, den wir einholen wollen. Aber ich habe gesehen, Eritrea hat noch einen niedrigeren Wert in dem Bereich. Genau, die sind bei 1 Million. Das heißt, wir könnten uns als Ziel setzen, die einzuholen. Die haben aber gerade ein höheres Wachstum als wir. Ich weiß nicht, wie hoch das Bevölkerungswachstum ist, an dem sich das natürlich auch ausrichtet. Aber wir können mal einen Blick halten, vielleicht können wir ja die einholen. Eritrea. Weil die auch so einen niedrigen Wert haben. 1.090.000, wir haben 718.000. Mal schauen, wie sich das entwickelt. 1.090.000 versus 718.000, wenn ich es richtig jetzt mir gemerkt habe. Naja, wie auch immer. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Vielleicht haben die, also wie gesagt, ich kann jetzt gerade nicht einsehen, was die für ein Bevölkerungswachstum haben. Das ist das Problem. Ich kenne da keine Statistik, die wir uns da angucken können. Boah, unser Beliebtheit geht runter. Ist nicht so schön. Ach so, ich wollte ja, da fällt mir eine Sache ein, die ich machen wollte. Wo ich nicht weiß, ob die Beliebtheit bringt. Auf jeden Fall würden wir dann weniger Demos kriegen, weil ein Grund dafür wegfällt, wenn wir den Lohn senken für uns. Kommt das gut an bei den Menschen? Ja, das kommt gut an bei den Menschen. Oh, wir haben Posten frei. Wir hatten einen Maulwurf in der Regierung. Ist aber nicht so nett. Moment, ich nehme mal eine Frau. Hier ist eine Frau. So. So, dann haben wir unsere Beliebtheit auf jeden Fall wieder angehoben durch die Gehaltssenkung von uns selbst. Schön, schön. Ich hoffe natürlich, dass Eritrea ein höheres Bevölkerungswachstum hat als wir, weil das heißt nämlich, wir würden aufholen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Also je nachdem, wie hoch es ist. Weil unser Bevölkerungswachstum ist halt fast bei 0. Hier 0,26%. Das ist halt super niedrig. Fällt mir eigentlich halt auch drüber nachgedacht, eine Ein-Kind-Politik einzuführen, aber ich weiß nicht, ob die so viel bringen wird. Weißt du was? Ich mach das einfach mal. Ich halte kurz die Zeit an. Ja. Ich speichere mal gerade und dann führe ich mal eine Ein-Kind-Politik ein. Ich will mal gucken. Meistens sieht man ja, auch wenn es unlogisch ist, die Entwicklung auf das Bevölkerungswachstum sofort. Deswegen führe ich jetzt mal eine Ein-Kind-Politik ein. Ist schlecht für die Menschenrechte? Stimmt. Aber wenn wir weniger Bevölkerung haben, dann können wir die leichter versorgen, als wenn wir viele haben. Ich will mal schauen, was da passiert. Deswegen habe ich gespeichert, weil ich auch nicht weiß, wie sich das auf die Bevölkerung, auf die Beliebtheit auswirken wird. So. Mal gucken. Dürfte auf jeden Fall negativ ankommen. Jo, hat ordentlich Beliebtheit gekostet. Die Frage ist jetzt, wie wird sich das auf das Bevölkerungswachstum auswirken? Das sehen wir natürlich erst, wenn es durch ist, noch sehen wir das nicht. Aber eigentlich müsste es sogar die Bevölkerungszahl runtergehen, ne? wenn man Ein-Kind-Politik hat. Weil wenn man keine Einwanderung hat, wir haben ja die Grenzen sogar dicht gemacht. Gut, ich glaube, es kommen trotzdem noch Leute rein ins Land. 2000 Leute kommen noch rein von 92.000, die vorher waren. Naja, gut, aber dann müsste halt ja eigentlich pro Generation müsste sich ja eigentlich die Bevölkerung sogar halbieren, wenn ein Paar nur noch ein Kind haben darf. Weil dann bleibt von zwei Eltern ja dann nur noch ein Kind übrig am Ende. Das heißt, die Bevölkerung würde sich von Generation zu Generation halbieren. Wenn das halt streng genug durchgesetzt wird, diese Ein-Kind-Politik. Nein. Aber so krass wird es, glaube ich, nicht sein, weil man kann die, glaube ich, nicht so krass durchsetzen.
Erstmal gucken, ob das überhaupt jetzt direkt eine Auswirkung haben wird. Also wie gesagt, das Gesetz tritt heute in gut, Gesetz ist durch. Wir sind jetzt, haben jetzt ordentlich Beliebtheit verloren. Alles ist vorbereitet. Logisch wäre es natürlich, wenn man die Auswirkungen davon erst so ein Jahr später ungefähr sieht oder zumindest 9 Monate, weil so lange ja eine Schwangerschaft dauert. Aber in dem Spiel ist es meistens so, dass man die Entwicklung sofort sieht. Deswegen möchte ich mal schauen, ob wir jetzt schon sofort eine Entwicklung in unserem Bevölkerungswachstum sehen. Huch, was jetzt? Irgendwas mit Raumfahrt vielleicht? Nö, ah doch. Ich habe nur aus was anderem gerechnet, aber ja. Dies ist ein historischer Moment, der live auf den Bildschirmen weltweit verfolgt wird. Zum ersten Mal haben Menschen die Mars-Oberfläche betreten. 4 Stunden nach der Landung öffnete der Anführer der Besatzung in seinem Raumanzug die Luke zur Raumkapsel und machte seine ersten Schritte durch den roten Sand. Seine Erklärung geht indessen in die Geschichtsbücher ein. Heute läuten wir den Beginn der planetaren Eroberung ein und schon morgen wird der Mars zum neuen Aufnahmeplaneten für die Menschheit. Aufnahmeplanet. Das kommt mir vor wie Flüchtlinge, die jetzt auf dem Mars dann hingehen, statt nach Europa oder so. Naja. Fand es auf jeden Fall witzig, ne? Luke. Sieht man da auch geschrieben, das Wort Luke, und dann denkt man da gleich, Luke, ne? Ich bin dein Vater. Meine Güte, witzig. Naja, man sieht auf jeden Fall keine Auswirkung auf das Bevölkerungswachstum jetzt unmittelbar von der Ein-Kind-Politik, die wir eingeführt haben. Vielleicht zeigt es sich später, vielleicht nicht. Logisch wäre natürlich, wenn es sich später zeigt, aber ich kenne das halt sonst, wenn man das Kindergeld erhöht oder wenn man Kindergeld oder was war das, die Betreuung von Müttern, die Infrastruktur da im Gesundheitsbereich, wenn man die ausbaut. Das sind Sachen, die Verhütungspolitik, wenn man die Sachen ändert, eigentlich dürfte sich das in den Zahlen ja erst 9 Monate später wieder niederschlagen, wenn die Geburten dann auch passieren. Aber ja, beim Politiksimulator ändern sich die Sachen in der Regel sofort in diesem Bereich, ist meine Beobachtung. Aber das im Moment ändert sich hier gar nichts durch diese Änderung, die wir vorgenommen haben. Naja, gut. Was wollte ich? Wir haben wieder ein Quartal vorbei. Das heißt, es ist neues Geld da. Wir können es wieder ausgeben für andere Sachen. Und ich glaube, die Mobiltelefonie wäre jetzt dran. Ich vergleiche nochmal. 669, 357, 380, 669 und hier haben wir 190. Genau, jetzt geht es weiter mit der Mobiltelefonie. Ja, kriegen wir 3% hin, oder was? Ne, sogar 4, glaube ich, auf einmal. Jo, 4% kriegen wir jetzt ausgebaut bei der Mobiltelefonie. Schön. Immer das Günstigste. Ich glaube, es ist eine ganz gute Strategie. Ich meine, davon hätten wir was. IKT ist unzureichend. Ja, ich weiß. Herr Präsident, ich muss Sie warnen, dass unsere derzeitigen IKT-Infrastrukturen ziemlich bescheiden sind. Wir müssen uns weiterentwickeln, um wirklich weltweit mithalten zu können. Ja, daran arbeiten wir ja gerade, mein Freund. Daran arbeiten wir ja gerade. 9,5%. Das ist mehr als die Nachbarn. 9,5. Huch. Hier auch weniger. Also ja, ich stelle fest, wir wachsen weiterhin schneller als unsere Nachbarn. Das ermutigt auf jeden Fall. Oh, 10%? Ist doch wieder mehr geworden? Die Terroristen. Oder sind das einfach andere Werte? Ah ne, ist doch wieder mehr geworden. Schön. Geht rauf und runter. Wie sieht es in Eritrea aus, wenn wir uns mit denen messen wollen? Ja, bei denen geht es halt auch hoch, auf jeden Fall. Wachstum ist bei denen auch immer noch höher als bei uns. Wie gesagt, keine Ahnung, wie schnell die Bevölkerung bei denen wächst. Das ist natürlich gerade in der Statistik um eine Wirtschaftskraft pro Bevölkerung, BIP pro Bevölkerung, ist natürlich auch relevant, wie sich die Bevölkerung entwickelt. Deswegen wollten wir auch die Ein-Kind-Politik einführen. Apropos,
Wo kam die Bleepad wieder her? Ich weiß gar nicht mehr genau. Kam das vom Mobilfunk, den wir ausgebaut haben? Das ist auf jeden Fall eine krasse Entwicklung jetzt auf einmal wieder gewesen. Weiß ich jetzt gar nicht, wo die herkam. Krass. Naja. Naja. Wir haben einen Fernsehsender in Burundi. Zwei in Ruanda. Okay. Mhm, 10%. Schön. Ah, 10% ist ein ganz schöner Wert. Wirkt angenehm auf mich. So 10%iges Wirtschaftswachstum. Ich glaube, das sind ganz gut. Gute Verstellung, echt? Wir sind Achter geworden bei der Schwimmweltmeisterschaft. Krass. Unser kleines Burundi. Wahnsinn. Beeindruckend. Aber ja, ich habe schon das Gefühl, dass unser Ausbau der Wirtschafts-, der Infrastruktur für die Wirtschaft da, dass man das schon merkt. Besonders beim Internet, glaube ich, merkt man das ganz gut. Also seitdem ist es ja aufwärts gegangen mit dem Wirtschaftswachstum. Ich glaube schon, dass man da sagen kann, dass es zusammenhängt. Wobei ich festgestellt habe, dass die anderen Länder auch dann auf einmal ein hohes Wachstum hatten. Wobei jetzt sind die deutlich hinter uns zurück. 2% niedriger. Wir sind jetzt 2% besser als unsere Nachbarn. Na, vielleicht machen wir doch gerade was besser als die. Vielleicht machen wir jetzt doch was besser. Darum wird es jetzt doch ein bisschen abgesetzt haben. Jetzt müssen wir noch an Eritrea vorbei, damit wir die einholen können. Wie sieht's aus? Ja, die wachsen schneller. Die wachsen immer noch schneller. Oh, jetzt schon wieder ein Aufstand. Ups, verklickt. Aufstand. Das nervt mit diesem Aufständen. Dann rennt den mal entgegen. Und verscheucht sie. Weg, weg, weg. Da rennen welche hin. Und da unten jetzt nochmal hin. Okay, da ist niemand. Ne, die sind da nicht reingerannt. Okay, sind glaube ich abgehauen. Sah nur so aus, als wären die reingerannt. Hä, wir haben ein Rekrutierungsproblem? Das ist neu für mich. Will ich auch gerade mal nachschauen. So wenig kommt mir das jetzt gar nicht vor. Na gut, Aufstand ist auf jeden Fall beendet. Sieht wieder ganz gut aus für uns. Gut, und nächstes Quartal endet dann Ende September. Hier habe ich ein F gebildet, ich weiß auch nicht gerade. Februar ist schon längst rum. Man hat auch mit Quartalen nichts zu tun. Ist mittendrin. Gut. Ja, aber es ist auf jeden Fall ganz zufriedenstellend, wenn man sich hier diese Wachstumszahlen auf jeden Fall anguckt, wenn wir jetzt schon wieder 2% vor unseren Nachbarn sind. Das ist schrecklich. Unser Umweltminister ist ermordet worden. Na toll. Oh Gott. Was ist da los? Dann ernennen wir mal eine Frau dazu, wenn wir eine finden. Wenn wir eine finden. Hä, gibt's keine Frau? Es gibt hier keine Frau. Wow. Wir müssen einen Mann nehmen, weil es keine Frauen gibt in der Partei. Das ist heftig. Ja. Dann, das kann ja was werden dann mit der Gleichberechtigung hier in Burundi, wenn man noch nicht mal Frauen findet in der eigenen Partei, um die an die Posten weiterzugeben. Also es gibt einfach keine. Oh Mann. Naja, gut. Dann... würde ich mal sagen, war es das für heute, für diese heutige Folge. Ich
Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wer live dabei sein möchte bei den Aufnahmen, Mittwochs 20 Uhr auf Twitch, sind für gewöhnlich die Streams. Der Link dazu in der Videobeschreibung. Und dann sage ich Dankeschön fürs dabei sein. Habe ich schon gesagt, ne, sage ich gerne zweimal. Das spult sich immer so aus der Routine dann so ab. Auf jeden Fall Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Hat dir das Video gefallen und würdest du gerne mehr von sehen? Wir schwirren dir noch unzählige Projekte im Kopf rum, die wir mal machen sollen? Leider ist das im Moment für uns alles noch sehr schwer umzusetzen, da YouTube nur ein Nebenjob für uns ist. Jedoch, was nicht ist, kann sich ja noch ändern und das schon ab 1 Euro pro Monat. Das ist jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht viel Geld, aber wenn uns bereits jetzt jeder Abonnent diesen 1 Euro geben würde, könnten wir es bereits hauptberuflich umsetzen. Wenn wir und der Kanal dir also am Herzen liegen, überleg doch vielleicht, ob du nicht auch wie diese Leute ebenso ein Kanalmitglied werden möchtest, damit auch wir unseren Traum von YouTube zu leben bald Realität werden lassen können.